Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video gibt es ein weiteres Video der Kanalbuilding-Reihe. Und heute ist, ich weiß nicht, ob es das letzte Video dieser Reihe ist, aber mit wahrscheinlich auch eins, somit das wichtigste Video. Und zwar geht es um das Equipment, was man zum Aufnehmen und zum Streamen haben sollte. Grundsätzlich, wenn man streamen oder aufnehmen will, braucht man natürlich einen PC oder Handy. Und da wir jetzt mal hier grundsätzlich vom PC ausgehen, braucht ihr einen ordentlichen, leistungsstarken PC. Das heißt, würdet das jetzt nicht auf eurem Toaster ausprobieren oder am euren Kühlschrank. Der ist meist zu schwach dafür, denke ich mal. Wenn es am eurem Kühlschrank läuft, macht's ruhig. Aber ich empfehle da einen PC. Aber wenn ihr auch einen guten Laptop habt, könnt ihr das machen. Ich habe zum Beispiel in meinem PC ein i7 aus der 7. Generation und eine Grafikkarte. Grafikkarte ist bei Gaming extrem wichtig, das ist noch wichtiger als der Prozessor. Der kommt eher beim Stream zum Einsatz. Und zwar die Grafikkarte sorgt halt dafür, dass ihr jetzt die Aufnahme hier so sehen könnt, wie sie ist. Die sorgt nämlich für die ganze Grafik, für die Spiele etc. Und wenn wir das Ganze haben, also Aufnahmeprogramm etc., habe ich auch schon ein Video in dieser Reihe, also in der Playlist gemacht, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, brauchen wir ja eben noch etwas, womit uns die Leute verstehen können. Und ja, zum Beispiel tun manche Leute ihr Headset nutzen oder haben irgendwelche Standmikrofone oder an einem Mikrofonarm. Ich benutze ja da Shure SM7B, das ist jedoch schon, ich sag mal, ein Profi-Mikrofon, weil das um die 400 Euro kostet, ist dementsprechend schon ordentlich. Aber dieses Video nehme ich hier sogar gerade gar nicht mit meinem normalen Mikrofon auf. Dieses Video wird nämlich freundlicherweise durch Maono unterstützt. Die haben ja ein Mikrofon, und zwar das Maono AUPM320S zur Verfügung gestellt, dass ich das testen darf. Und ihr habt das ganze Video, den Sound von diesem Mikrofon, schon gehört. Alles, was ich gerade spreche, kommt aus dem Mund in das Mikrofon, was ich euch gerade vorstelle. In der Packungsbeilage das Mikrofon, alles zusammen kostet nämlich nur 69,99 und das ist ein extrem guter Preis. Bei der Qualität habe ich mir schon gedacht, okay, das klingt echt richtig krass dafür, dass da jetzt nicht so krass viel Unterschied vom ja, Sound drin ist zu meinem SM7B, aber einen Unterschied hat es trotzdem, denn mein SM7B ist ein dynamisches Mikrofon. Und das Maono-Mikrofon ist eben ein Kondensator-Mikrofon. Das heißt, mein SM7B tut eben nicht so die ja, Umlaute oder Umstärke hier vom Raum etc. Also was im Hintergrund so abläuft mit Aufnehmen. Ein Kondensator-Mikrofon ist da entsprechend anders. Aber wenn ihr das auch vermeiden wollt, dann einfach Tür zu, Fenster zu etc. und einfach reinsprechen, so wie ich das gerade mache. Und dann klingt das auf jeden Fall schon ordentlich. Und das Schöne ist, ich habe an dem Mikrofon außer dem Gain nichts geändert. Das ist die normale Klangfarbe von dem Mikrofon. Und das ist echt krass. Also falls ihr an einem günstigen XLR-Mikrofon interessiert seid, ihr braucht für das Mikrofon unbedingt ein Mischpult. Es muss auch gar kein teures sein, weil das Set kostet eh nur 70 Euro. Und wie ihr gerade gesehen habt, es ist ein Mikrofonarm dabei, es ist eine Spinne dabei, das Kabel ist da, also XLR-Kabel, ein Popschutz ist da zum Aufziehen, den nutze ich gerade, und dann noch zum Anklemmen an den Mikrofonarm. Alles dabei für 70 Euro und dann sowas, das ist echt top. Also vielen Dank für Maono für diese wunderbare Kooperation und dass sie mir dieses Mikrofon zur Verfügung stellen. Also Grüße gehen raus an das Team. So, wir haben jetzt ein ordentliches Mikrofon zum Reinsprechen, einen ordentlichen PC, ein Aufnahmeprogramm bzw. Streamingprogramm. Und das sind eigentlich die grundsätzlichen Dinge. Mehr braucht man eigentlich nicht wirklich, denn wir haben ein gutes Bild.
Natürlich brauchen wir auch Internet, sonst, wenn ihr Bambusleitung habt, wie ich meistens, dann könnt ihr das eigentlich schon in die Tonne kloppen, aber aufnehmen könnt ihr natürlich so oder so. Aber ihr könnt aufnehmen, ihr habt ein ordentliches Mic. Also ich würde euch das mal ohne ans Herz legen, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben könnt oder dürft, dann ist Maono schon eine sehr gute Wahl. Und wenn ihr halt mehr ausgeben könnt, hunderte Euro, dann könnt ihr euch ja zum Beispiel SM7B anschauen. Aber für die meisten meiner Community werden wahrscheinlich eher denken, mache ich das jetzt für einen längeren Zeitraum? Da holt man sich eher was Günstiges wie das Maono. Also das ist echt ordentlich gut am Klang, wie ihr hören könnt. Und ihr solltet natürlich nicht ständig euren Content ändern, weil das ja regt man die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch auf. Ich mache zum Beispiel hauptsächlich Gaming und mal ab und zu ein, zwei Videos von Vlogs im Jahr. Das sind dann so Reisevideos, aber mehr kommt dann auch nicht, weil mein Hauptziel auf Gaming ist. Wenn ihr verschiedene Spiele macht, überhaupt kein Problem. Ich mache hier auch Minecraft, Fortnite, Fall Guys und GTA 5. Schaut man sich an, weil es ja jetzt nicht so komplett andere, krass verschiedene Spiele sind. Aber wenn ihr dann zum Beispiel von Minecraft komplett auf Red Dead Redemption oder sonst was wechselt, da werden die Zuschauer wahrscheinlich schon eher denken, ich habe wegen Minecraft abonniert und nicht wegen Red Dead Redemption. Also, wenn ihr dann noch Minecraft beibehaltet, dann ist das natürlich gut, aber somit wären wir dann auch am Ende des Videos, denn mehr braucht man eigentlich nicht zum Streamen bzw. aufnehmen. Wir haben gute Qualität von Bild und von Ton. Zuschauer haben was zum Sehen. Mehr braucht man auch nicht. Also, wenn euch das Video gefallen hat und vor allem, wenn ihr das Mikrofon benutzt, dann Kopfhörer aufsetzen, weil die bringen nochmal einen anderen Flair rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Montag, Mittwoch und Freitag um 15 Uhr gibt es eine weitere Folge von Gaming auf meinem Kanal. Ansonsten haut rein und ciao, Leute.